Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei der HWM 2024 PW4. Hier euer Mr. Soldman mit einem ganz besonderen Spiel. Es ist quasi das Entscheidungsspiel der Entscheidungsspiele. Wie ihr ja wisst, haben wir in Gruppe B eine besondere Konstellation. Wir haben drei Spieler auf Platz 1 gehabt und ein Spieler auf Platz 4. Wir mussten also ein paar Entscheidungsspiele her, damit wir wissen, wer ins Halbfinale einziehen kann. Bereits gespielt Lord Tilo gegen Zwens und Lord Tilo gegen Rollo. Unser amtierender Weltmeister konnte sich in beiden Spielen durchsetzen und hat damit Platz 1 in Gruppe B sicher. Wird damit im Halbfinale auf Martin treffen und jetzt wird hier in diesem Entscheidungsspiel zwischen Zwens und Rollo, ja, ich sage viel zu oft Entscheidung, merke ich gerade, entschieden, wer gegen mich im zweiten Halbfinale antreten kann. Und ja, es ist quasi ein Rematch. Zwens konnte sich in der Gruppenphase im regulären Spiel, sage ich mal, ganz knapp in einem äußerst packenden Duell gegen Rollo durchsetzen. Und jetzt sehen wir das Rematch. Erstmal hier einmal die Bans. Wie üblich können wir mal schauen, auf welche Zivilisation die Spieler keine Lust haben. Zwens möchte ungern mit oder gegen Goten, Wikinger und Briten spielen. Ja, solide Bans, würde ich sagen. Hat sich da die Spiele von seinen Kontrahenten natürlich alle angesehen und hat gesehen, er hat die Wikinger gespielt, mit denen selbst den Weltmeister geschlagen. Briten hat er auch gespielt, also solide Bans hier von Zwens hat sich vorbereitet. Genauso wie Rollo mit den Georgiern, Armeniern und Türken. Die beiden neuen Zivilisationen hat Zwens ja auch bereits gewählt bei dieser HWM mit den Türken. Ja, kann man auch nichts falsch machen, da gibt es ja aktuell eine gute Strategie, gegen die möchte Rollo auch nicht antreten. Ja, genug der Vorreden, der Umschweife, gehen wir mal direkt rein hier ins Spiel und in die Action und schauen uns das doch hier mal an. Wir haben hier Rollo im Westen mit den Burgundern und Zwens im Osten auch mit den Burgundern. Fällt Rollo hier auch gerade auf im Chat. Machen das Smiley. Ich glaube, es ist tatsächlich auch das erste Mal in der HWM-Geschichte, dass wir ein Mirror-Match haben. Also zweimal die gleiche Zivilisation, die gute Zivilisation, wie Zwens hier nochmal vermerkt, aufeinandertreffen. Also es dürfte hier jetzt keine große Überraschung für die beiden Kontrahenten geben. Beide haben diese Zivilisation gewählt, sollten sich also auch gut mit dieser auskennen. Und es wird sich hier jetzt zeigen, wer besser mit den Burgundern ist. Rollo oder Zwens? Ja, Burgunder werden gerne gewählt für ja, geschlossene Maps. Liegt vor allem daran, an deren Bonus. Können ja die Wirtschaftsupgrades eine Age, eine Zeit früher erforschen. Und ja, sehr praktikabel auf Arena oder Hideout zum Beispiel. Da werden sie sehr gerne gepickt. Aber natürlich auch auf Arabien eine valide Zivilisation. Die wir jetzt wahrscheinlich auch demonstriert bekommen. Mal gucken, welchen Ansatz beide wählen. Burgunder natürlich stark mit ihrer Kavallerie. Nicht nur wegen dem Bonus im Stall, sondern auch wegen der Spezialeinheit, die ja auch eine berittene Einheit ist, der Custellier. Mal sehen, wie viele wir davon sehen werden. Hat ja eine Besonderheit mit seinem Charge Attack, also quasi ein Angriff, der sich auflädt und dann beim ersten Attack sich entlädt und Bonus Damage erzeugt. Ja, soviel erstmal vielleicht zu der Zivilisation. Wir haben hier jetzt den ersten Brawler schon verpasst von Rollo. Schauen wir uns also den hier von Zwens mal an, wie das hier abläuft. Macht die moderne Technik, nenne ich das mal, mit dem einquartiert und ja, souverän erlegt. Liegt nicht ganz optimal unterm Town Center. Gefällt mir bei Rollo ein bisschen besser. Aber ja, trotzdem solide. Findet hier seine ganzen Schäfchen, die sich auf dem Weg zum Town Center machen und ja. Bisher ein relativ solider Start von beiden. Und ein bisschen mehr Idle-TC-Zeit angesammelt, jetzt wo ich es gerade anspreche. Das ist so ein Kommentatoren-Glück, glaube ich, nennt man das. Hat Zwens sich gerade einfach die Führung
in Anführungsstrichen Führung hier ergattert. Ist natürlich nicht von Vorteil. So. Gucken wir mal hier. Zweiter Borlör, da sind wir doch direkt live drauf. Haben wir von jedem hier mal einen so einen Lör gesehen. Mal gucken, wie der, ja, WM 2022 Viertplatzierte das hier so macht. Macht auch den Einquartieren-Trick. Ja, sieht ganz danach aus. Ja, ja, doch, relativ solide, liegt auch ganz gut. Schön unterm TC. Gucken wir hier uns das auch gleich nochmal bei Rollo an. Oh! Bei Zwins an. Rollo hier. War das eine Art Lame-Versuch oder einfach nur zufällig, dass das Scout hier in der Nähe war? Ja, hat vielleicht für ein bisschen Irritation gesorgt, hat aber auch dadurch ein bisschen Schaden hier genommen. Der Rollo. Der Rollo sein Scout. Zween Scout hingegen noch bei vollen Lebenspunkten. Ist hier auch ganz in der Nähe von der Base von Rollo. Ja, sieht sich ein bisschen um. Wird hier wahrscheinlich nicht das Tier bis nach Hause pushen. Denn ziemlich weiter Weg. Und läuft hier auch gerade ziemlich schnurstracks auf das TC von Rollo zu. Wenn Rollo das sieht, sieht er, oh, da kriegt Zwins auch eine Salbe, eine fette Salbe ab. 30 Lebenspunkte zu 27, also aktuell Zwins sogar noch einen Ticken im Vorteil. Und wir sehen Rollo mit dem Fast Fuel Ansatz 21 Pop hoch. Zwins hingegen wird hier ein bisschen langsamer hochgehen, 22 Pop ab, schiebt hier nochmal Loom dazwischen und kriegt dann hoch. Ja, Rollo wird ein bisschen früher in der Feudalzeit sein, baut jetzt seine Baracke. Oh, hier will Zwins ein bisschen nerven. Ja, haut da so ein bisschen auf die Villager ein, aber die mit Loom ausgestattet sind natürlich ein harter Brocken. Hat dafür ein paar Schläge abbekommen. Ja, traut er sich erstmal nicht nochmal, würde ich mal behaupten. Wir sehen von Zwens hier schon sehr früh weite Walls, hier seine komplette Nordflanke zu machen. Und versucht es hier so Richtung Rollo mit Gebäuden zuzupflastern. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Zwens auch ja bei dieser WM souverän am Start, was Wallen angeht. Glaube einer der Spieler, der das am häufigsten bzw. frühesten macht. Einige spielen ja teilweise komplett offen oder machen Small Walls. Zwens ist da eher der Spieler, der auf der sicheren Seite sein möchte. Und wir sehen hier Rollo. Ähnlich wie ich das mal schon häufiger bei Lord Tio beim Weltmeister anmerke, finde ich ganz gut. Nimmt hier drei Villager, um den Stall hochzurushen. Ja, hat ihn dafür sehr schnell fertig und kann direkt Scouts produzieren. Wohingegen Zwins jetzt erst in der Feudalzeit angelangt ist. Und vermutlich auch einfach mit Scouts von Rollo rechnet. Hat er eigentlich ja in jedem Spiel gespielt, bis auf gegen das Rückspiel gegen Lotito. Da hat er zumindest versucht, auf Archer zu gehen. Aber da war der Druck vom Weltmeister viel zu groß, da kam er da gar nicht zu. Frage ist, wird Zwens jetzt hier in den Stall sehen? Nee, noch nicht. Läuft jetzt aber, ja, jetzt weiß er, was auf ihn zukommt, also Confirmed Scouts. Und jetzt ist die Frage natürlich, kriegt er das noch rechtzeitig zu? Voraussichtlich nicht. Hier oben ist noch offen, aber ich glaube, Rollo wird hier unten versuchen, in die Base von Zwins zu gelangen. Na, hier nicht. Da ist ein Wald. Muss einfach mal reinklicken. Ja, und finde ich hier auch den Weg. Schöne Teamarbeit hier. Von beiden Seiten werden hier die Mauern hochgezogen. Wobei der von außen natürlich gefährlich lebt, wenn er sich gleich hier ausbauen sollte. Und ja, Rollo, anstatt hier noch reinzulaufen, ich glaube, hier ist immer noch offen,
versucht sich hier gewaltsam durch die Palisade Eintritt zu verschaffen. Hat jetzt, glaube ich, reingeklickt und könnte auch reinkommen. Das wäre natürlich sehr bitter. Ein Teil fehlt noch. Ein Teil fehlt noch. Ui. Das war aber wirklich in allerletzter Sekunde. Also diesmal das Glück ein bisschen auf Zwens Seite. Beim Entscheidungsspiel gegen den Weltmeister war es genau andersrum. Da kamen die Man-at-Arms genau rein und ja, irgendwie eine Sekunde zu spät hat Zwens die Mauer gezogen. Rollo aber mit einem Scout drin. Kann sich also so ein bisschen Vision verschaffen. Was macht der Zwens? Ja, hat ein bisschen gescoutet und geht jetzt auf einen Villager los. Könnte den vielleicht kriegen, wenn Zwens da nicht drauf achtet. Zwens, glaube ich, hier unten mit diesen Scout hier beschäftigt, kriegt den auch, aber Rollo hier mit dem ersten Eco-Kill. Hat sich ein Villager hier geschnappt. Zwens ist Haus. Zwei unglückliche Situationen auf einmal hier für Zwens. Schauen wir mal bei Rollo wieder rein. Der macht es seinem Kontrahenten gleich oder ähnlich. Wollt hier auch zumindest seine Frontseite ab. Und noch ein bisschen was zu bauen, bis er fully walled ist. Und hat natürlich hier den Vorteil, das finde ich ganz gut, dass er diesen einen Scout hier noch am Leben hat. Weil der kann hier sehr wertvolle Informationen sammeln in der Base von Zwens. Genau. Und wenn wir hier einmal auf die Villager-Anzahl gucken, sehen wir, dass Zwens so ein bisschen zu viel ITC-Zeit angesammelt hat im Vergleich zu Rollo. Rollo da aktiver mit seinem Town Center unterwegs. Produziert hier ziemlich durchgehend Villager. Solide Farmwirtschaft hier auch aufgebaut und ist auch schon auf dem Switch auf Gold. Wir hier schielt hier schon Richtung Castle Age. Ressourcen sehen auch gut aus. Schiebt hier nochmal Wheelbarrow hinterher und sogar das Gold Mining Upgrade. Und Zwens versucht hier auch seine Nordseite dicht zu kriegen. Gleichzeitig jetzt der erste Angriff von Zwens gegen Rollo. Das ist solide, weil Rollo zu Hause gar nicht so viel hat. Aber er hat Glück, er hat genau genug Gold gerade abgebaut, um hochklicken zu können. Ja. Das ist natürlich ein sehr gutes Teil hier gewesen für Rollo. Ah, oh, und Zwens! Das tut weh. Uff. Musste einige Salven hier vom TC schlucken. Und zeigt Rollo gleichzeitig, moin, hier ist noch offen. Spaziert hier einfach gemächlich raus. Die sind sehr stark angeschlagen, diese Einheiten hier. Ja, und Rollo auf dem Weg in die Castle Age schaut hier weiter auf die Mauern von Zwens ein. Und auch von innen haut er auf die Walls ein. Oh, Rollo hier schmeißt hier alle Upgrades rein, die er kennt. Das Goldshaft Mining, also der will hier ordentlich Gold scheffeln. Und Zwens zeigt hier nochmal Moin, hier ist noch offen. Rollo möchte zumachen, wird das aber teuer bezahlen mit einem Villager wahrscheinlich. Nee, kriegt er noch gerettet tatsächlich. Ja, alle gut gemacht. Hier der Spearman vertreibt auch die Einheiten. Und ja, jetzt hat Rollo erstmal wieder Ruhe. Muss natürlich das hier noch irgendwann zumachen. Wie weit sind die Scouts hier oben? Naja, die werden es wohl hier nicht reinschaffen. Schafft es der Scout hier unten raus? Nee, weil er gestorben ist. Spearman hat hier gute Arbeit geleistet. Zwens, ja. Ja, es ist, wie ich anfangs gesagt habe, ein ziemliches Mirror-Match. Schmeißt hier auch die ganzen Upgrades rein. Ja. Und Rollo, was macht er mit seiner Castle Age? Baut einen zweiten Stall und ein zweites TC am Gold. Gefällt mir gut. Schöne Position. Schmeißt das zweite Defensiv-Upgrade hinterher und geht auf Knights. Wie zu erwarten war. Wird halt schwierig, mit Knights irgendwie hier reinzukommen. Zwens gut gewallt und ja,
Merkt auch immer sofort, wenn hier irgendwo attackiert wird, rollt immer direkt dahinter, sogar mit Häusern. Gefällt mir auch sehr gut. Frollo hier ein bisschen unachtsam, aber zieht sie noch rechtzeitig weg. Die Scouts könnten im späteren Spielverlauf noch wichtig werden. Und verliert sie hier leider. Jetzt sehen wir hier Knights gegen Spearman. Quasi das Duell Neely gegen Hera. Hera ja der Meinung, Knights kontern Pikes. Neely der Meinung, Pikes kontern Knights. Ja, ich würde sagen, unentschieden hier erstmal. So, was sehen wir? Villager-mäßig beide gleich auf, militärmäßig auch beide ziemlich identisch unterwegs. Ja, ein Duell auf Augenhöhe hier. Ui, Zwins hier früh auf dem Paladin Chevalier Upgrade. Wir haben ja auch günstiger hier für die Burgunder und ja. Früher verfügbar eine Zeit. Rollo hingegen mehr mit Masse statt Klasse, sag ich mal. Was hier auch anscheinend ja, sehr gut ist. Weil er schmeißt hier auch einige Upgrades mit rein. Sehen hier auch das zweite Offensiv-Upgrade schon. Gefällt mir sehr gut. Also Masse und Upgrades gegenüber hier eine weiterentwickelte Form, sag ich mal. Ja, diese hätten jetzt aber auch noch mitkämpfen sollen. Na, dann wäre das ein deutlich besserer Kampf gewesen hier für Rollo. Aber sehr, sehr, sehr ausgeglichenes Spiel bisher. Gefällt mir sehr gut. Beide jetzt mit zwei Town-Centern Villager produzieren. Rollo macht hier jetzt auch dicht. Das nächste kleine Scharmützel, das wird Zwins jetzt aber gewinnen. Hier genügend Shevas am Start. Rollo sagt sich, ja, das will ich auch. Chevaliere will ich auch. Kriegt hier auch das Upgrade. Und macht währenddessen hier seine Base auch dicht. Ja, hier das zumacht. Ja, hier ist auch alles in Auftrag. Dann ist er auch fully walled. Und da müssen sich die beiden Spieler was überlegen. Entweder irgendwie mit Knights durchbrechen. Das sind immerhin nur Palisaden. Oder vielleicht ein bisschen Siege dazu mischen. Schau mal, wie die beiden das angehen. Ja, Rollo sollte vielleicht noch einen Villager hinzunehmen. Damit er hier rechtzeitig auch Zug kriegt. Weil Zwins ist hier unterwegs. Hat er in die Base geklickt? Gibt hier einen Quick Gate? Nein. Eieiei, ärgerlich. Jetzt kommen die Chevaliere. Und da hat Zwins jetzt eine gute Masse am Start. Sind beide sehr gut die Wirtschaft verteilt. Also schön viel auf Nahrung, Gold auch. Oh, aber hier hat Rollo einfach noch zu wenig Chevaliere. Zwins da im Vorteil, was die Masse angeht. Rollo muss da jetzt gegen produzieren. Ja, Zwins kriegt hier auch gut Villager. 7 zu 1 EQKD, das ging schnell. Ui. Ich weiß nicht, also die Upgrades sprechen auf jeden Fall für Rollo, aber die Masse halt für Zwins. Rollo entscheidet sich jetzt dafür, auf Pikeman zu switchen. Ja, vom Ding her nicht verkehrt, aber er muss hier oben auf jeden Fall schnell zukriegen. Es kommen halt immer mehr britische Einheiten hier in sein Base. Und Zwins breitet sich hier weiter aus. Auch ein drittes Town Center. Ja, und Rollo hier gewaltig unter Druck. Boah, versucht hier noch eine Baracke zu bauen. Kriegt er die hoch? Ah, verliert er wieder ein paar Villager. Defensives Upgrade für die Piken. Hat aber schon 14 Wills durch die Raids verloren. Hat hier die Wall halt immer noch nicht zu. Jetzt lässt der Druck gerade ein bisschen nach von Zwins. Ah, das
kurze Pause Brauchrolle auch, um hier endlich zuzukriegen. Nimmt hier wieder zu guten Kampf mit den Piken. Kriegt jetzt Zwins Armee weg, aber Zwins hat eigentlich das erreicht, was er wollte. Hat sich ein Villager Lead erkämpft und ja, boomt jetzt ein bisschen da hinterher. Rollo kämpft hier mit einem Villager mutig gegen einen Chevalier. Was sehen wir hier? Wir sehen hier Archery Ranges von Rollo. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, was die sollen. Oder sollten das Baracken werden? Und das war ein Missklick? Hm. Ich bin verunsichert, was Rollo hier jetzt geplant hat. Aber wir werden es erstmal nicht erfahren. Der Bauarbeiter ist hier draufgegangen. Und hier kommen die nächsten Scouts schon rein. Scouts? Ja, Scouts. Okay. Interessant. Hier wieder ein Clear-Up für Rollo. Ich frage mich gerade, wieso Zwins noch so viele Scouts baut. Ja, Nahrung und Gold hat er eigentlich. Aber gut, auch die können Villager töten. Denkt er sich und ja, läuft hier durch die Gegend mit den 21 Kills. Dadurch auch hier ein großer Villager-Lead mittlerweile für Zwins. Sammelt hier wieder eine ordentliche Masse an Chevalieren. Und geht jetzt wahrscheinlich los, bereitet sich ein bisschen schon aufs Late Game vor, schmeißt hier schon mal Handcard rein und wird sich wahrscheinlich ein, zwei Relics oder mehr schnabulieren. Baut hier ein viertes Town Center. Ja, Placement. Ja, lässt sich drüber streiten, würde ich sagen. Ist mehr so ein Farming TC, wobei auch für Farm das nicht gerade geil ist. Muss ich gestehen, wegen dem Stall. Ja, muss ich Zwins sonst nochmal fragen, was er sich genau bei diesem Town Center gedacht hat. Aber, naja, besser ein viertes Town Center als kein Town Center, sag ich mal. So, Rollo hat seine vier Archer Ranges gebaut. Bin mal gespannt, was er jetzt damit vorhat. Bisher hat er daraus noch nichts produziert. Upgrades hat er auch nicht. Ich bin noch ein wenig verunsichert, was die Archery Ranges hier jetzt sollen. Vielleicht sieht er schon was, was wir noch nicht sehen. Und Zwins ist in Boomer-Modus. Boomer Zwins. Aha! Als wenn er mich gehört hätte, hat das Town Center hier abgerissen. Und baut hier sein viertes. Das gefällt mir schon deutlich besser. Stein, Holz. Erweitert hier so ein bisschen auch seine Map Control, Map Awareness. Schnappt sich hier eine Relic. Hat jetzt leider nicht, quasi die Queue wieder zurück zum Kloster gemacht. Steht hier jetzt leider etwas untätig. Warum hier der Mönch? Und Zwins möchte hier ja Stonewalls errichten, das haben wir auch schon teilweise gesehen von ihm. Möchte ganz auf Nummer sicher spielen und ja, sich hier nochmal mit Steinwellen absichern. Merkt auch gleichzeitig, yo, ich müsste hier ziemlich den Lead haben, was auch Armee angeht. Kann mir also erlauben, eine Offensivburg zu bauen. Placement sehr gut, gefällt mir sehr gut. Nimmt hier einen Stall weg, nimmt hier das vordere Gold von Rollo weg. Also krallt sich hier wirklich viel Map Control. Und Rollo hingegen ist schon auf dem Weg zur Imperialzeit. Ja. Frage ist, ja gut. Er hat leider keine Burg. Sonst wäre diese frühere Imp natürlich sehr stark. Da könnte er hier dann versuchen, die Burg niederzutrappen. So ist Zwins noch nicht so gefährdet von der Imperialzeit von Rollo.
der hier weiterhin nur, in Anführungsstrichen, nur auf 2 Towns hintern ist. Zwins hat seine 4 jetzt stehen. Und hat hier so ein bisschen den Markt benutzt, um auch hoch zu klicken. Uiuiui. Von wo laufen die denn? Oha, ne. Das ist aber ein sehr weiter Weg. Hier alles weggeholzt. Jetzt denken die sich, puh, dafür werden wir nicht gut genug bezahlt. Das ist ein sehr weiter Weg, Meister. Meister Zwins. Bitte ein Lumbercamp hier aufbauen. Danke. So, schauen wir mal. Hier gehen die Stonewalls weiter. Hat hier mit Stellen dicht gemacht. Hier ein TC zur Verteidigung, wobei hier könnte man immer noch reinlaufen. Aber aktuell macht das alles gar nichts aus, weil ja, Rollo ein bisschen hier eingefärcht ist in seiner Base. Ich weiß hier jetzt das erste Defensiv-Upgrade rein für die Archer oder Skirms oder ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was da kommt. Sehen wir hier Handkanoniere? Handkanoniere. Okay. Chemie. Wie anscheinend hat sich Rollo hier schon von Anfang an den Plan überlegt, auf Handkanoniere zu gehen. Naja, ich weiß noch nicht so genau. Also, wäre jetzt für Zwins vielleicht eher die Wahl. Rollo hat einiges hier an Piken. Zwins. Zwei Spearmen. Ja, weiß nicht, ob da die Handkanoniere die richtige Wahl sind. Zwins hat hier einen Haufen Shevas. Aber wir schauen mal, wir schauen mal. Rollo, drittes Townsetter aufgebaut. Er versucht hier villager-mäßig vielleicht ein bisschen zurückzukommen. Der Unterschied ist immer noch relativ deutlich hier. Und wir sehen es, da sind sie, die Handkanoniere. 35 direkt in der Queue. Ballert die hier raus. Sind, glaube ich, auch ziemlich stark. Auch bei den Burgundern haben die... ja, jetzt doof, dass ich hier alleine caste. Hab das gerade nicht im Kopf, aber haben, glaube ich, auch einen Bonus hier, die Burgunder, mit den Handkanonieren und Handfeuerwaffen. Es ist schon eine gute Einheit hier von den Burgundern. Aber natürlich den Paladin hier deutlich unterlegen, würde ich sagen. Plate Boarding Armor kriegen sogar hier noch ein. Also die sind hier gleich ziemlich gut ausgestattet. Aber auch die Piken hier von Rollo kriegen ein weiteres Upgrade. Sind dann defensiv auch sehr gut ausgerüstet. Deswegen ist hier noch eine schöne Burg. Auf dem Hill, schön mittig. Weiterhin gibt ihm mehr Map Control, Map Vision. Verteidigt das Gold. Schöne Burg. Rollo jetzt auch mit einigen hier auf Stein. Wo sind sie hier? Könnte dann wahrscheinlich auch bald eine Burg droppen. Zwins aktuell sehr passiv. Ist hier auch fast popcapped. Also wartet hier wahrscheinlich noch auf die letzten Upgrades, um dann hier Rollo zu attackieren, der hier halt wirklich sehr eingeengt ist in seiner Base. Es sammelt hier weiterhin seine Handkanoniere. Ja, schon eine gute Zahl. Aber ja, auch die Paladine sind in einer guten Zahl vertreten. Hier gehen die Walls weiter. Und solide 4 Villager ziehen die hier schnellstmöglich hoch. Rollo jetzt ein bisschen das Problem, dass er out of gold ist. Das hier vorne kann er sich nicht mehr nehmen, das genehmigt sich Zwins. Hat hier aber gesehen, okay, mein anderes Gold ist hier, das kann ich mir noch holen. Finde ich sehr schön. Sneakt hier raus mit ein paar Villagern. Oh, ich weiß nicht, ob die Burg so gut ist. Ist hier genau in der Range sogar von Zwins Burg. Gefällt mir nicht so gut. Ich befürchte auch, die würde er nicht hochkriegen. Zwins merkt das jetzt nämlich und sagt dem Paladin, let's go. Länger warten wir nicht. Oh, nein. Rollo versucht hier noch mit dem Haus
zu quickwallen. Kriegt das aber nicht hin. Ah, und kämpft mit den Piken unterm Burgfeuer auch noch. Nee, das ist nicht gut. Militärmäßig waren wir kurz fast ausgeglichen von den Zahlen her. Und jetzt gucken wir mal, was die Handkanonen hier bewirken können. Schießen hier um ihr Leben. Wir hören hier die Glocke von Rollo. Einquartieren heißt es hier. Jetzt mit dem Towncenter-Feuer und den Handkanonieren. Eieieiei, aber die Palanide sind einfach stark. Die sind einfach stark, umzingeln die Handkanoniere hier. Und zermetzeln sie. Ja, Rollo wird hier die Burg auch nicht mehr hochkriegen. Es sind zu viele Paladine hier drin. Und Sveens bemerkt auch hier diese Sneaky Wills, die hier am Gold waren. Das sieht ganz so gar nicht gut aus hier für Rollo. Eieieiei. Ja, ich glaube, diese Handkanoniere waren keine gute Entscheidung. Nee. Tja, das war's wohl. Nicht mein Tag. GG hier von Rollo. Ja, GG hier an beide Spieler. Rollo und Sveens in einem sehr guten Spiel. Auch das war sehr lange ausgeglichen. Beide bieten uns hier immer packende Duelle. Gefällt mir sehr gut. Wo Rollo das Spiel ein bisschen verloren hat oder eher gesagt Sveens es gewonnen hat, waren einfach die Raids hier in der Castle Age. Sveens hatte seine Base früh dicht, so konnte Rollo nicht reinkommen, hat hier oft gegen die Mauern gehauen, kam nicht rein und Sveens kam dann hier oben nördlich immer wieder in die Base von Rollo rein, konnte immer wieder Wilds killen. Schürt dadurch natürlich Panik und Chaos in der Base. Das kennen wir alle. Ja, und konnte damit sein Lead quasi festigen und immer weiter ausbauen. Und ja, wir wissen ja, Age ist ein Snowball-Game und von da aus ging das immer weiter. Sveens hat das natürlich aber auch gut und stark ausgenutzt, diesen Vorteil, den er sich dann Stück für Stück erarbeitet hat. Und ja, sich so bis zum Sieg gemausert. Und ja, ich gratuliere Sveens hiermit zum zweiten Platz in Gruppe B. Rollo damit ein bisschen überraschend, muss ich sagen, tatsächlich nur auf dem dritten Platz, nachdem er hier den amtierenden Weltmeister in der Gruppenphase sogar schlagen konnte, wird hier im Spiel um Platz 3 gegen MG SPF antreten. Wow, das ist aber auch ein klasse Duell. Also zwei Urgesteine hier gegeneinander. Rollo gegen MGSPF. Auch von den beiden haben wir schon viele Duelle gesehen. Diesmal geht es bei dieser WM um ja, Platz 5. Sveens hingegen wird es mit mir zu tun bekommen im Halbfinale. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das unsere allererste Begegnung bei der HWM. Bisher sind wir uns anscheinend gekonnt aus dem Weg gegangen. Diesmal ist es dann soweit. Ich bin sehr gespannt und heiß auf dieses Duell. Sveens, ein sehr starker Gegner, hat vor allem bei dieser WM einen großen Schritt nach vorne gemacht. Aber wie immer eigentlich, hatte bisher bei jeder WM Platz nach vorne gemacht. Bei dieser WM ist sogar noch mehr drin. Ja, wer im Halbfinale ist, möchte wahrscheinlich auch sogar den Titel holen. Wir können nochmal hier einen kurzen Blick in die Statistiken werfen. Relativ ausgeglichen alles, würde ich sagen. Wie gesagt, der große Unterschied war natürlich diese Raids, die bei Sveens reinkamen und bei Rollo nicht. Und auch vielleicht dieses bisschen frühere Shaver-Upgrade von Sveens. War dann noch nicht verloren. Rollo, glaube ich, mit einer taktischen Fehlentscheidung, da die Archery-Ranges zu bauen und auf die Handkanoniere zu gehen. Das war, glaube ich, nicht der richtige Call. Vielleicht mehr auf Piken und Mönche zu gehen. Hat ja gesehen, dass Sveens relativ, also sehr stark, kampfintensiv spielt. Wäre, glaube ich, die bessere Entscheidung gewesen. Okay, so viel hier von meiner Seite aus. Ich hoffe, das Spiel hat euch genauso sehr gefallen wie mir. Die Entscheidung, die beiden Gruppen hier nochmal im Überblick zu sehen, stehen jetzt fest. Die K.O.-Spiele stehen fest, gehen wir nochmal kurz durch. Wir haben Lord Manfred gegen New Earth, Spiel um Platz 7.
MGSPF gegen Rollo spielen Platz 5, Halbfinale 1 oder 2, wie auch immer man das sagen möchte. Martin gegen Lord Tito und das andere Halbfinale, meine Wenigkeit, Mr. Swordman gegen Zwens. Ich hoffe, da schaltet ihr genauso fleißig ein wie zu diesem Spiel. Ja, ihr kennt's, läutet die Glocke, gebt uns einen Daumen und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. Bis dahin, haut rein, tschüss.